Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr... Leute, die erste Folge gegen Pinhead auf YouTube. Hey, und das, wo ich doch mit Lori die Naked Challenge versuche? Ich muss auch sagen, ich habe nur zum Tag des Release 3 Runden gegen Pinhead gespielt und dann nie wieder. Ich habe schon wieder gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja? Ich weiß nur, wir können dort hinten hingehen und die Box sammeln, können die lösen und dann werden um unseren Charakter drumherum diese Ketten verschwinden. Denn wenn diese Ketten voll sind, kann er so Kettenangriffe starten. Oh, Klödi macht die Kiste. Ihr seht das. Sie ist auch clever. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, am besten ist es, man macht die Kiste, wenn der Killer jemanden trägt. Weil er kann sich rein theoretisch durch die Kiste zu dir porten. Wenn er aber gerade beschäftigt ist, geht's natürlich. Was machst du? Leute. Aber trotzdem, ich muss doch entkommen. Lasst euch doch nicht direkt sterben. Okay. Wir haben keinen Ruin dabei. Oh. Ich muss mal kurz mein Headset lauter machen. Das Gefühl, das Spiel ist total leise. Okay, die Kiste ist neu gespawnt. Okay, er lässt sich halt echt einfach umklatschen. Er hat keinen Bock. Aber warum? Jetzt campt er auch noch? Oh, Leute, die Naked Challenge, die ist einfach verflucht. Ach, was soll's. Ja, er portet sich zu mir. Er schießt sein Pfeil, seine Kette. Nein, macht er nicht. Dann seht ihr wenigstens Pinhead in Action. Okay? Okay, er hat die Ketten geschmissen und ich... Was war das für ein brennendes Totem? Er hat übrigens ein Add-on drauf, dass die Kiste langsamer zu lösen geht. Wie gesagt, dann habt ihr wenigstens Pinhead mal in Action gesehen. Ja, die Runde läuft jetzt eher suboptimal. Weil Dwight dort hinten, ich weiß nicht, warum er sich jetzt geheilt hat, wenn er gerade wieder nur hinten rumsteht. Klödi wird gejagt. Die Mission... Naja, dann heil mich halt. Oh, er hat sein Dingsterbums damit. Ich bin jetzt ahnungslos, bis ich, glaube ich, ein verfluchtes Totem entferne. Dieses verfluchte Totem sehe aber nur ich die ersten 90. Oder... Das sehe nur ich. Die ersten 90 Sekunden kann nur ich das zerstören. Danach kann es jeder zerstören. Dwight macht die Box. Ich glaube, er will einfach jetzt riskieren, dass er stirbt. Ich schau mal, ob ich... Ich wusste nicht, ob er jetzt hier durchkommt. Ich schau mal, ob ich mein Totem finde. Weil ahnungslos ist doof. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Radius
mir das Totem angezeigt wird. Also ich sehe das Totem auf ein paar Meter Entfernung. Ich sehe das dann halt, ne, so rosa leuchten. Ich hoffe zumindest, dass das ist mit dem Totem. Nicht, dass ich hier jetzt umsonst rumrenne und ein Totem suche. Das war ja jetzt ungünstig. Ich wollte zu dem Jen gehen. He did his komisches Ding. Ich hätte andersrum laufen müssen. Die Strecke hier war zu kurz. Er hat seinen komischen Haken geworfen. Ich glaube, mein Totem ist unten irgendwo. Was ist das für ein komisches Rauschen jetzt gerade die ganze Zeit? Hört ihr das? Das ist ein ganz nerviger, rauschender Unterton gerade. Permanent. Okay, ist weg. Oh, du musst mich heilen. Mac macht die Kiste. Cool. Thank you. Irgendwo muss doch mein Totem sein. Ich sehe nee, ich bin ahnungslos. Hallo. Hier oben ist es auch nicht. Hä? Zeigt es einem das Totem nicht mehr an? Ich dachte immer, dass mir das irgendwie angezeigt wird. So rosa leuchtend, als ob ich es mit einer Karte sehe. Ist zwar nicht mein Totem, aber... Aber... Hier die Kiste... Da ist es! Ich hoffe, ich finde Medikit. Ist mir gerade wichtiger, dass ich mich erstmal hochheile. Okay. Hier, die nächste ist tot. Die nächste ist aus dem Spiel. Und ich kriege gar keinen Sound vom fertigen Generator. Ich glaube, diese Runde ist der Sound ein bisschen verbuggt. So, er hört natürlich wahrscheinlich, dass ich hier hinten gerade das Totem zerstört habe. Ich bin Half-Life. Oh Gott, ich kann halt Mac auch nicht retten. Gefunden. Er campt? Er campt gar nicht. Shit. Das war's. Oh no, man!
heutige Challenge ist verflucht. Ich glaube, damit wir bei der Naked Challenge ein bisschen vorwärts kommen, werde ich die nächsten 3 Folgen auch die Naked Challenge machen. Ich hoffe, es ist okay für euch, aber wir haben jetzt die 4. Woche in Folge, wo das mit der Naked Challenge nicht geklappt hat. Ich möchte gern wenigstens ein bisschen Fortschritt haben, weshalb wir die nächsten 3 Folgen auch die Naked Challenge spielen, okay? Ich, 870 Spielstunden. Ich wollte kurz noch mal gucken. Das ist dieser Geißelhaken. Haken? Spielzeug war das mit dem Totem. Genau. Ich bin ahnungslos, bis ich dieses Totem zerstöre. Pop und... Er hat am Anfang uns alle gesehen, deswegen ist er direkt zu Dwight. Guck mal, wie die schon gespielt haben in 14 Tagen. Nicht mal in 12 Tagen, dass die schon wieder auf den Rängen sind. Oh mein Gott. Okay. Schade, hat mal wieder nicht geklappt. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Versuch der Naked Challenge. Ich überlege mir, wen wir da spielen könnten. Und vielleicht haben wir da endlich mal wieder Glück. Ich hoffe es sehr. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.